Sandman ist immer noch unten. War hier engst knappst. Tritt, um das Ende der Feindseligkeiten zu verkünden. An diesem historischen Tag treten die Vertreter zweier großer Nationen vereint vor sie. Krieg ist simpel. Angreifen ist das einzige Geheimnis. Trau dich, dann weich dir. Ein Kapitel, in dem wir für den Frieden ebenso viel wie schnell sie vergessen, dass allein der Wille eines Mannes und die Welt verändern kann. Markarov. Gefangener 627. Ich bin wegen dir. Hier, Makarov. Haben Sie es nicht gehört, Price? Krieg ist vorbei. Mein Krieg endet mit dir. So wie für Captain McTavish. Sagen Sie, Price, wie lange lag er im Sterben? Ich habe eure Welt Stück für Stück zerstört. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich sie finde. Musst du nicht lange suchen. Okay. Das heißt, der Krieg ist vorbei. Aber Makarov ist jetzt immer noch das Zielchen. Von uns. Raus aus dem Fahrzeug! Sicher, dass uns diese Panzerung schützt? Sie verschafft uns Zeit. Nikolai, sind Sie in Ihrem System? Das dauert. Mein Arabisch ist etwas eingerostet. Das war Juri, also das war ich. Wohl, dass wir hier sind. Ich habe mich eingeklinkt. Makarov ist im Atrium im obersten Stock. Das ist es. Makarov kommt hier nicht lebend raus. Jetzt geht's an die schweren Waffen. Ah, komm, hier muss ich ja nicht nachladen, komm. Oh, okay. Oder, was haben wir hier alles mit drin? Dame und da. Ja, jetzt geht's hier schon mal an die etwas größeren Waffen. So, ach so gut, das sind 100 Schuss. Boah, da kann ich echt nicht schnell laufen. Verdammt, das Auto fliegt gleich. Das ist aber echt heftig, was wir hier für... Was haben wir auf 3 Granatwerfer? Sehr schön, ich habe noch Granaten. Raketenwerfer erster Stock. Schön, ich sehe gerade gar nichts. Komm, bewegen, ey. So, Granate. Mal gucken, wie euch das schmeckt. Und... Wuff. Boah, sind wir schwer gerüstet. Wir können ja kaum... Komm, bewegen hier drin. Die Rolltreppe rauf. Alter.
Beweglichkeit gleich 0. Ah ne, komm, ich denke mal ans Nachladen. Brauche ich hiermit gar nicht. Ding hat ja 100 Schuss. Alter, wir gehen jetzt zu zweit und mähen alles nieder. Ja, das ist eine eigene Privatarmee, was der hier hat. Ab zum Lift. Helikopter, wo denn? Ach da. Bam. Dann. Keine Panzerung mehr. Der ist gleich runter. Das war knapp. Puh. Vor allem, ich bin gespannt. Ich wundere mich, wie ich meine Knarren halten kann dabei. Makaros Helikopter ist eben gelandet. Er ist auf dem Weg dorthin. Er wird nicht entkommen. Nee. Ach so, ich habe gedacht, ich soll eine werfen. Ich bin einfach reingelaufen, gerade geschmissen. Wuh. Autsch. Autsch, autsch, autsch. Nee, wieder nicht. Ups, das war zu nah, glaube ich. Ah, okay, ja, ja, ja. Ich wollte mich beeilen, dafür ein bisschen vorrushen, aber... Scheiß Idee. Ich glaube, da sollte ich ein paar Granaten reinwerfen, anstatt selbst dran zu batschen. Ups, waren das Zivilisten? Ups. Ich bin doch weggelaufen. Ich soll die mit wegwerfen. Ich habe irgendwie ein Problem damit, eine gefangene Granate wegzuwerfen. Frag mich nicht, wieso. Weiter so. Wir haben ihn fast. Verdammt, ich habe immer das Problem, dass ich von allen Seiten beschossen werde. Wir dürfen ihn nicht entkommen lassen! Ja, das ist schon klar, aber ich will es nicht machen hier. Ja, pass auf, das ist der Endstation. Achtung, gleich sterbe ich, gleich sterbe ich. Ich muss weiter vorrücken, ja. Schon klar, weiter vorrücken, aber wenn du zu schnell vorrückst, hast du auch das Problem. Ich habe das Gefühl, da kommen immer unendlich viele.
Nee. Och Mann! So, jetzt kann ich wieder auf Sicherheit spielen, so nach dem Motto ein bisschen langsam gucken und alles machen wieder. Juri noch gekillt. Ist mir schon klar, er hat mir jetzt so viele Äffchen, die alles für ihn machen. Versuch mal nachzuladen, ist aber schwachsinnig. Eigentlich wollte ich die treffen, aber egal. Zum Restaurant geht's da lang. Er ist noch da. Sie haben ihn fast. Da ist er. Achtung, der Hubschrauber. Raketen. Ja, klar. Am Arsch. Verdammt, meine Knarre ist mir weggefallen. Juri, lass mich. Er darf nicht entkommen. Eieiei. Ich habe aber hier keine Waffen mehr. Ich hab keine Waffe mehr. Der ist direkt voraus, weiter laufen. Er will zum Hubschrauber, schnell! Wow, noch gekriegt, okay. Ich hab doch E gedrückt. Verdammt! Aber zu spät natürlich mal wieder. So, gut. Ich hab keine Pistole, gar nichts. Ja. So langsam oder was? Ich sprinte doch schon. Er will zum Hubschrauber, schnell! Gut, so. Weiß immer nur nicht, was ich drücken muss. So, raus da mit dir. Schwinde. Ich fliege ab sofort. Okay. So. Sag mir, wie soll ich jetzt lenken? Crash. Okay, ich bin diesmal Price. Ach ja, da kommt er raus. Ach ja, und da liegt die Pistole. Ich hab sie zuerst.
Ach so, F. Okay, F. Zu spät. Okay, ich hätte früher, gut, das habe ich nicht, ich habe jetzt nur drüben geguckt. Da muss jetzt mal nachkommen, soll ich wissen, dass ich drücken? Ich dachte, von der E jetzt F, F ist doch für... Ja, ich drücke ganz halt F. Bam, bam. Aha, okay. Ja gut, so brutal hätten sie jetzt im Spiel nicht machen müssen, finde ich zumindest. F, F. Verdammt. Ja gut, jetzt wusste ich ja, dass F kommt. Das Dumme ist, wenn du es am Bildschirm siehst und dann drückst, dann ist es schon zu spät. Fast. So, jetzt bin ich am F'en. F, 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 F. So, F, 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 F. Und Action. So, jetzt schnapp ich den. Jetzt kommt, ach komm, ja, ja komm, so brutal hätte es echt nicht machen müssen. Finde ich jedenfalls. Es ist übertrieben ein bisschen. So, am besten noch strangulieren, alles. Komm, das hätten sie echt nicht machen müssen. So, links, rechts, linker und rechter Maus. Okay, jetzt F, 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 F. Boom, und er hängt da, na klar. Ja. Also ich muss sagen, das war hart. Also als Sequenz. Muss ich leider sagen. Erstmal eine rauchen. Ich bin nicht Raucher. Warum rauche ich? Ja. Oh, dann sind wir schon am Ende? Ist das schon das Ende? Als ich vorhin angefangen habe, waren wir doch gerade mal bei 33%. Ist das schon tatsächlich das Ende vom Singleplayer? Hä, so lange habe ich doch gerade gar nicht gespielt. Ich hab 4 Stunden oder so gespielt. War ich gerade mal bei 33% von der Story. Und jetzt bin ich hier bei, da habe ich jetzt gespielt? Nicht mal 2 Stunden. Natürlich läuft der Abspann jetzt, oder welchen Abspann durchlaufen lassen. Aber an sich, ich hätte jetzt gedacht, das wird noch länger dauern. Ich wollte schon vor den Aufnahmestopp machen. Habe ich aber gedacht, komm, die eine Sequenz machst du noch, als dann der Countdown kam. 4 Minuten, bis er ankommt. Und, ja. Okay. Ich würde sagen schon, dass ich im Multiplayer auch weitermache. Allgemein, eventuell mit Commentaries oder allem Möglichen. Bin ich gespannt, müssen wir gucken. Ich glaube, ich habe noch ein unveröffentlichtes. Also ich weiß nicht, ob es schon veröffentlicht ist, wenn ihr es jetzt seht. Kann sein, dass ich es da schon hochgeladen habe. Das andere Commentary. Ja, an so einem Spiel arbeiten echt viele Leute. Aber an sich so vom Spiel allgemein, es war gut, so ist ja natürlich nett, es war schon gut. Okay, das Ende war ein bisschen, ich weiß nicht, vielleicht doch teilweise so brutal gespickt, fand ich jetzt im Bezug. Ich weiß, ist das am 18 freigegeben worden, das Spiel? Das weiß ich gar nicht.
Ich weiß nicht mal, welchem Alter es dort freigegeben wurde. Trotzdem. Hm. Was? Facebook? Stand drin. Special thanks to Facebook. Okay. Also, vierte von unten auf der linken Seite. Bisschen weiter oben gerade. Das ist eigentlich mein zweites COD, was ich durchgespielt habe. Das erste war COD 1. Oh ja, hier sind das viele Leute. Da sieht nach Ende aus. Bin gespannt, ob jetzt noch was kommt. Weiter zu Spezialeinheit. Das heißt, theoretisch gibt es ja jetzt noch mehr eigentlich. Warte. Ne, Spezialeinheit ist schon wieder was anderes dann. Ich würde sagen, das wäre es dann vom Singleplayer gewesen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Das war dieses LP als Projekt. Ich habe noch ein paar andere Sachen am Laufen, die eventuell auch noch fertig gemacht werden. Ich habe keine Ahnung, wie weit ich in Portal bin. Und Skyrim wird ein ziemlich langes Projekt. Ich schaue einfach mal, wie die ganze Sache ist. Das war dann wohl der letzte Part aus dem Singleplayer hier von MW3. Ich würde sagen, ich guck mal wegen Multiplayer Commentaries. Da, naja, okay. Ich schau einfach mal. Ist in Arbeit, ist in Planung, was auch immer. Und dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss.